Herzlich willkommen zu Standpunkte TV. Meine Damen und Herren, schön, dass Sie wieder dabei sind beim Talk-Format von Nordmetall, den Metall- und Elektroarbeitgebern in Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen und dem nordwestlichen Niedersachsen. Corona und die Folgen verändern viel in unserer Gesellschaft, auch die Art, wie wir arbeiten. 3/4 der Unternehmen, die während der Pandemie verstärkt auf das Arbeiten zu Hause gesetzt haben, wollen das weiter tun. Mehr als die Hälfte der sogenannten Mobilarbeiter hat gute Erfahrungen gemacht. Ein gutes Viertel allerdings fühlt sich eher beschwert durch das mobile Arbeiten. Über die Zukunft des mobilen Arbeitens wollen wir heute in der Sendung diskutieren mit diesen Gästen. Christine Jordanow ist bei uns. Herzlich willkommen. Syndikusanwältin von Nordmetall. Sie sind auch Referentin im Verband, im M&E-Arbeitgeberverband für eine neue Modulreihe. Homeoffice und jetzt heißt die. Was verbirgt sich dahinter? Ja, diese Modulreihe haben wir relativ spontan im August, meine ich, aus dem Boden gestampft tatsächlich, weil das ganze Thema mobiles Arbeiten, Homeoffice, ist ja tatsächlich ein Thema, wo die Praxis das Recht so ein bisschen auch überholt hat. Und dort haben wir 5 Module mit unter anderem internen Referenten, also von Nordmetall, und referieren da zum Arbeitsschutz oder auch ich besonders zum rechtlichen Rahmen. Aber auch zur Führung, wie macht man das jetzt am besten, digital und von weit weg. Aber es soll natürlich auch dafür da sein, dass sich die Unternehmen untereinander austauschen. Wie macht wer was? Was gibt es für Vereinbarungen? Was wurden für Erfahrungen gemacht? Wie wurden Probleme gelöst? Also es geht schlicht darum, den 440 Mitgliedsunternehmen von Nordmetall so ein bisschen Guiding zu geben in dieser unsicheren neuen Lage. Genau, und auch, dass sie sich gegenseitig ein bisschen Guiding geben. Ja. Und diese ganze Modulreihe haben wir jetzt auch schon 3-mal durchgeführt, immer mit großem Anklang. Ja. Also ja, das ist ein Thema, was unsere Unternehmen beschäftigt. Rainer Gude ist bei uns, Personalleiter Nord der Siemens AG. Bei Ihnen war Homeoffice ja schon vor Corona durchaus ein Thema. Wie hat sich das während und durch Corona noch verändert? Ja, wir hatten tatsächlich vor Corona schon Strukturen des mobilen Arbeitens, etwa einen Tag die Woche, und das sowohl in-house als auch aus-house, das heißt durch Open-Office-Strukturen im Haus, aber eben nach außen hin auch. Wir haben jetzt in der Pandemie bemerkt, dass mobiles Arbeiten auch in einem deutlich größeren Rahmen, in einem deutlich größeren Maßstab belastbar ist. Die Pandemie hat uns natürlich genauso überraschend getroffen wie alle anderen auch. Das heißt, wir haben relativ schnell unsere Prozesse digitalisieren müssen. Da kommt es uns vielleicht etwas entgegen, dass unser Geschäftsmodell Digitalisierung ist. Wenn ich mal bei uns in den HR-Bereich reingucke, haben wir, glaube ich, noch 2, 3 Prozesse, wo man noch einen Zettel und eine Unterschrift braucht. Ansonsten können wir es digital umsetzen. Haben versucht, das sehr pragmatisch zu lösen. Das heißt, unsere Mitarbeiter haben Bildschirme, PCs, Stühle, was auch immer, mit nach Hause nehmen können, und werden eben versuchen, in der Zukunft diesen momentan natürlich aufs Homeoffice bezogenen Prozess, weil soziale Kontakte im Moment ja nicht das sind, was wir suchen, dann eben auf das mobile Arbeiten danach zu übertragen. Professor Sascha Stohwasser ist uns zugeschaltet aus Düsseldorf. Herzlich willkommen auch Ihnen. Herr Professor Stohwasser, Sie sind Direktor des IFAA, des Instituts für angewandte Arbeitswissenschaft. Wenn es denn stimmt, dass sich ein gutes Viertel derjenigen, die jetzt als Mobilarbeiter unterwegs sind im Lande, dadurch eher belastet fühlen, wo liegen denn da die Probleme? Zunächst erstmal schöne Grüße nach Hamburg. Ich gehe mal umgekehrt ran. 75% der Beschäftigten sind klargekommen in diesem doch sehr, sehr großen Experimentierfeld, das wir jetzt aufgrund von Corona erlebt haben, nämlich relativ schnell in eine mobile Arbeitsform zu gelangen. 25% sagen eher weniger und bedächtig. Na gut, jetzt müssen wir rangehen an die Feinanalysen. Wir müssen schauen, woran liegt es denn, dass diese 25% nicht mitgenommen werden? Lag es an der Technik? Liegt es daran, dass doch etwa Kommunikationsvereinbarungen nicht getroffen werden? Oder schlichtweg, dass der ein oder andere Beschäftigte überhaupt nicht mit dem mobilen Arbeiten klarkommt? Auch das gibt's. Johannes Vogel ist bei uns, FDP-Bundestagsabgeordneter aus Berlin, zugeschaltet, wie es sich für einen Bundestagsabgeordneten gehört. Arbeitspolitischer Sitzungswoche zumal. Ja, genau, deshalb ja. Arbeitsmarktpolitischer Sprecher seiner Fraktion, ansonsten in NRW verortet, wenn ich das richtig weiß. Sie fordern mit Ihrer Fraktion einen Rechtsrahmen für mobiles Arbeiten. Das ist aber wieder was ganz anderes als das, was manche anderen fordern, nämlich ein Recht auf Homeoffice, nicht? Erklären Sie uns bitte mal den Unterschied.
Ja, gerne. Also ich glaube, wenn man erstmal die Lage analysiert, natürlich ist es ganz vielfältig. Also genauso wie es in vielen Unternehmen gut geklappt hat, bei vielen Beschäftigten viel geklappt hat, gibt es auch bei anderen noch Anpassungsprobleme. Ich glaube, kulturell ist das total normal. In manchen Unternehmen müssen Führungsstrukturen hinterfragt werden. Beschäftigte selber müssen auch lernen, dass einem die Stechuhr natürlich nicht mehr die Trennung zwischen Konzentration und Freizeit abnimmt. Also solche Transformationsprozesse sind normal. Aber wir wollen ja mal festhalten, wir sind von einer Situation gekommen, wo das Pendel sehr stark hier war. In Deutschland sehr wenig Verbreitung von mobilem Arbeiten. In einer Extremsituation, wo wir teilweise 100% Homeoffice hatten, teilweise noch mit Homeoffice und Home-Kita. Das kann natürlich kein Dauerzustand sein. Und wir müssen doch in einen gesunden Pendelschlag in der Mitte. Modernes Arbeiten, mehr Selbstbestimmung, so wie es in den jeweiligen Teams gut funktioniert. Die Frage ist jetzt, was ist die Aufgabe der Politik? Ganz sicher nicht einseitige Rechtsansprüche zu schaffen. Wie sollte das auch gehen? Also es kann ja allein nicht in jedem Job im Homeoffice gearbeitet werden. Also wie soll der Handwerker, der Gehirnchirurg oder der Mechatroniker, der die Maschine bedienen muss, im Homeoffice arbeiten? Aber die Aufgabe der Politik wäre doch, den Rechtsrahmen zu modernisieren. Das war Ihre Frage. Was wir uns vorstellen, ist konkret Folgendes. Nämlich dem Vorbild zu folgen, den die Niederlande uns schon vor 5 Jahren vorgemacht haben. Die haben erstens dafür gesorgt, dass man überhaupt rechtssicher im Homeoffice arbeiten kann, ohne dass die Arbeitgeber garantieren müssen, dass zum Beispiel der Lichteinfall der heimischen Schreibtischlampe stimmt. Heute haben wir die Rechtskonstruktion von Telearbeit, wo zum Beispiel die Arbeitsstättenverordnung einschlägig ist. Ich halte das für eine Horrorvision, dass die Unternehmen dann irgendwann in die Wohnung gehen müssen und das kontrollieren müssen. Das will doch auch kein Arbeitgeber, das will auch kein Arbeitnehmer. Also das ist in meinen Augen Quatsch. Zweitens, wir müssen das Arbeitszeitgesetz endlich flexibilisieren, weil es geht ja nicht nur um örtliche Flexibilität, sondern es geht ja auch um zeitliche Flexibilität. Da diskutieren wir seit vielen Jahren drüber, aber die Regierung ist bisher nicht dazu bereit, dass es überhaupt rechtskonform möglich ist, dass man selber entscheidet, wann man auch im Homeoffice sozusagen arbeitet und wann nicht. Niemand soll in Summe mehr arbeiten oder weniger Pausen machen, aber die Einteilung muss ja freier sein. Und die Niederlande haben das dann noch kombiniert mit einem Erörterungsrecht. Das heißt, es gibt keinen Rechtsanspruch von Arbeitnehmern, Homeoffice einzuklagen. Das geht auch in meinen Augen nicht. Das halte ich für eine irre Idee. Aber es gibt sozusagen das Recht, dass man einmal drüber redet. So haben die Niederlande das modernisiert. Das könnte ein Vorbild sein. Man kann auch mal von Nachbarn lernen. Die ersten beiden Schritte sind aber in meinen Augen absolut zwingend, weil sonst operieren wir in der millionenfachen Ignoranz der Gesetzeslage. Und das kann es ja nicht sein im Staat. Da müssen wir doch die Regeln modernisieren. Da diskutieren wir auch gleich weiter. Erstmal vielen Dank für diesen Überblick, meine Damen und Herren. Bevor wir das machen, wollen wir mal einen Blick in die Praxis werfen. Petra Neftel war hier in Hamburg bei Philips, wo mobiles Arbeiten schon seit Jahren üblich ist. Mobiles Arbeiten ist nie so wichtig und entscheidend gewesen wie in Zeiten wie diesen. Hier bei Philips, da setzt man auf das flexible Arbeiten, das örtlich flexible Arbeiten, tatsächlich schon seit vielen, vielen Jahren. Aber auch hier haben sich mit Corona die Arbeitsabläufe erheblich verändert. Wir dürfen heute hier im Philips Headquarter hinter die Kulissen gucken. Hamburg ist Philips Deutschlandzentrale und größter Standort bundesweit. Neben den Vertriebszentralen Personal Health und Health Systems sind hier auch bedeutende Aktivitäten zur industriellen Medizinforschung zu Hause. Mehr als 5000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind hier tätig, darunter Elina Reinholz. Wie hat Corona und alles, was diesbezüglich passiert ist, deine Arbeit und deinen Arbeitsalltag verändert? Wir hatten den großen Vorteil, dass wir ja schon länger unser WPI-Konzept durchgeführt haben, also Workplace Innovation heißt es. Das schließt auch alles, was die Technik betrifft, mit ein, dass ich auch von zu Hause jederzeit arbeiten kann. Für uns war das jetzt nichts dramatisch Neues. Wir kannten das alle schon. Wir konnten sofort von einem Tag auf den nächsten komplett zu Hause arbeiten. Beschreib mal, wie sehen deine Arbeitswochen aus und wie hat sich das jetzt auch, wie verändert es sich jetzt gerade? Also ich vermute mal, dass das ja auch in der Dosis tatsächlich sich entwickeln wird.
So ist es. Also wir haben wirklich eine Ansage gehabt, versucht zu Hause zu arbeiten, gerade weil wir auch Produktion hier mit am Standort haben. Es gibt eine gewisse Mengenbegrenzung an Personen, die überhaupt im Gebäude sich aufhalten darf. Was sehr praktisch ist, wir haben im Moment ein neues Tool, mit dem wir uns anmelden müssen. Das heißt, ich kriege eine kleine Nummer, mit der ich dann am nächsten Tag oder wann auch immer ich dann ins Büro gedenke zu kommen, am Empfang Bescheid sagen kann, ich bin jetzt da, damit die auch eine Übersicht haben, wie viele Leute hier im Gebäude sich aufhalten. Was lässt sich gut von zu Hause erledigen und wo merkst du für dich, da fehlt mir entweder Kontakt oder Austausch oder Team oder so das gemeinsame Brainstormen, zusammen an etwas denken oder entwickeln? Das ist wirklich eine Sache. Man muss sich erstmal ein bisschen sammeln und überlegen, wie arrangiere ich jetzt meinen Arbeitstag zu Hause. Die virtuelle Variante mit Kamera finde ich ganz wichtig, dass man sich sehen kann. Es ist immer noch was anderes natürlich, als wenn man sich gegenübersteht oder gegenüber sitzt. Dennoch muss ich sagen, es ist also fast gleichwertig. Auch das Thema Brainstorming, etwas erarbeiten, klappt super mit den Tools, die man heutzutage zur Verfügung hat, wie ein Whiteboard-Tool, dass man wirklich gemeinsam an irgendeinem Dokument oder an irgendeiner Idee irgendwie arbeiten kann. Aber ich schätze es doch sehr, wenn ich hier bin, dass ich meine Kollegen auch mal zum Mittagessen treffen kann, auf Abstand natürlich. Philips bietet nicht nur hauseigene technische Lösungen für mobiles Arbeiten an, das Unternehmen setzt auch intern auf Flexibilität. Ich spreche mit Arbeitsdirektor Dr. Thomas Pieler, unter anderem darüber, wie Kommunikation trotz räumlicher Distanz nicht ins Leere läuft. Es hat einen großen Schub gegeben Richtung der Digitalisierung. Also viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich bisher da nicht so vertraut mitgemacht haben mit Videokonferenzen, haben diese Tools genutzt und haben festgestellt, sie haben viel mehr Freiheit zu Hause, auch ihren Pflichten nachzukommen und das zu kombinieren mit den beruflichen Pflichten. Sie haben das genossen, dass sie den Anfahrtsweg nicht haben. Es sind auch viele, die von weit her kommen. Interessant ist eben, dass die Mitarbeiter sich, wenn sie sich in Videokonferenzen begegnen, auch konzentrierter eigentlich an der Diskussion teilnehmen. Gerade wenn wir sagen, mach mal das Video an. Das ist interessant. Es wird also nicht so viel abgewichen von der Agenda. Das ist so das Positive. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, es fehlt so ein bisschen Socializing auch. Was können wir von Philips lernen? Wir können lernen, dass mobiles, flexibles Arbeiten funktioniert, dass es Arbeitsabläufe durchaus effizienter machen kann und das auch über Corona hinaus. Ja, zurück im Studio, meine Damen und Herren. Die Zukunft des mobilen Arbeitens ist unser Thema. Frau Jordanow, lassen Sie uns noch mal ein bisschen Ordnung in diese Situation bringen. Also mobiles Arbeiten ist nicht gleich Homeoffice. Da gibt es einen Unterschied und der ist auch jetzt schon rechtlich klar, auch ohne, dass wir eigentlich schon den nötigen Arbeitsrechtsrahmen haben, oder? Also der Begriff Homeoffice, das ist tatsächlich gar kein rechtlicher Begriff. Der wird natürlich gern genutzt, weil er schön griffig ist. Er wird aber oft benutzt für beides, also für Telearbeit und für mobiles Arbeiten. Aber eigentlich ist es sehr, sehr wichtig, zwischen diesen beiden Begriffen zu unterscheiden. Also jetzt war es ja tatsächlich so, dass aufgrund der Situation, die ja doch sich schnell änderte, viele einfach, ich sag mal, einen Laptop in die Hand gedrückt bekommen haben und dann wird jetzt von zu Hause gearbeitet. Aber man muss da doch tatsächlich aufpassen, denn wie Herr Vogel auch schon sagte, die Arbeitsstättenverordnung zum Beispiel gilt für die Telearbeit. Telearbeit ist das, jetzt mal ganz plakativ gesprochen, wo ich zu Hause an einem richtigen Schreibtisch, richtigen Stuhl mit einem Computer, mit richtiger Systemeinheit sitze. Mobiles Arbeiten ist das, wo ich den Laptop dabei habe, wo ich auch im Zug, im Starbucks oder beim Warten im Hotel oder so arbeiten kann. Und das hat ganz unterschiedliche Anforderungen. Wie gesagt, Telearbeit, Arbeitsstättenverordnung, da muss der Arbeitgeber eigentlich sogar gucken, wie steht der Tisch, ist der Lichteinfall richtig, ist der Stuhl genügend hoch oder niedrig, alle diese Sachen. Und es ist tatsächlich nicht genau rechtlich geklärt, wann man jetzt eigentlich in diese Telearbeit rutscht. Also wie oft muss ich tatsächlich zu Hause sitzen und arbeiten, bis ich in diese Telearbeit rutsche und auch diese Anforderungen dann erfüllen muss. Wie geht Siemens damit um? Also wie versuchen Sie diese rechtliche Problematik, die ja offenbar da ist, zu lösen, dass Sie zwischen mobilem Arbeiten und Telearbeit trennen?
Ich glaube, man muss zwei Phasen trennen. Während der Pandemie, stimme ich zu, da war es im Wesentlichen das Arbeiten von zu Hause, um soziale Kontakte eben so gering wie möglich zu halten. Nach der Pandemiephase möchten wir ermöglichen, dass die Mitarbeiter eigenverantwortlich den Arbeitsort wählen, wo sie die besten Ergebnisse erzielen können. Das heißt, wir sprechen nicht ausschließlich vom Homeoffice, sondern wir sprechen von mobilem Arbeiten. Und ich glaube, dass die Chancen, die jetzt in dem liegen, was wir in den letzten Monaten erlebt haben, Coworking Area, ähnliche Geschichten, in der Zukunft deutlich zunehmen werden. Sodass es nicht darum geht, das zu tun, was ich bisher an meinem Schreibtisch gemacht habe, das mache ich jetzt zu Hause am Schreibtisch, sondern mir wirklich den Arbeitsort suche, wo ich glaube, die besten Ergebnisse zu erzielen und mein privates und mein berufliches am besten verbinden zu können. Wo liegt denn jetzt eigentlich das Problem, Herr Vogel, wenn man diese veränderte Situation mit so einem neuen, moderneren Rechtsrahmen begleiten will? Also wer sperrt sich denn da aus welchen Gründen? Ja, ich habe das Gefühl, das ganze Thema ist wie so ein klassischer politischer Gridlock. Also es gibt sozusagen die linke Seite des politischen Spektrums, die sich seit Jahren dagegen sperrt, also von SPD zu Grünen, zur Linkspartei ohnehin und dem Gewerkschaftslager, die sich seit Jahren dagegen sperren, das Arbeitszeitgesetz anzupacken. Das ist die Frage sozusagen Rechtsrahmen für die Wannfreiheit zu arbeiten. Und es gibt auf der anderen Seite keine Bereitschaft bisher im Unionslager nach niederländischem Vorbild überhaupt über den Rechtsrahmen, Stichwort Arbeitsstättenverordnung etc. Für die Frage der Wo-Freiheit des Arbeitens zu reden. Und genau das scheint mir das ganze Thema völlig zu blockieren. Also alle sind in den ganz klassischen ideologischen Schubladen. Ich glaube aber, Fortschritt aus der Mitte heraus entsteht nur, wenn alle einen Schritt nach vorne machen. Und wir haben den Schritt jetzt in der Realität erlebt durch Corona. Ganz viele Unternehmen haben ja angekündigt, wir haben es im Film gesehen, wir sehen es an anderen Ankündigungen, dass man natürlich nicht wieder in den Status quo ante zurück will. Jetzt muss endlich auch die Politik in die Puschen kommen und muss eben diesen Modernisierungsschritt machen. Wie gesagt, man müsste noch nicht mal einen deutschen Sonderweg erfinden. Man könnte im Wesentlichen 1:1 kopieren, was die Niederländer gemacht haben, vor 5 Jahren schon. Man kann natürlich auch über Details dabei reden, aber es ist wirklich kein Hexenwerk. Es ist einfach nur die mangelnde Bereitschaft überhaupt, unsere Regeln, die im Arbeitsmarkt und auch im Sozialstaat übrigens, wir könnten über die Rente reden, da gibt es ähnliche Fälle, die eben noch eine andere Arbeitswelt atmen, die aus der Zeit vor der Digitalisierung kommen, erstmal überhaupt nur ins Hier und Jetzt zu übertragen. Man sieht es ein Stück weit, letzter Gedanke, am Entstehungsjahr zum Beispiel des Arbeitszeitgesetzes und auch der Regeln für Homeoffice. Telearbeit klingt nicht nur wie 80er Jahre, das ist eben auch aus den 80er Jahren. Das Arbeitszeitgesetz ist von 1994. Da surfte noch niemand im Internet, da schrieb sich noch kaum jemand eine E-Mail und das Smarteste an Telefonen war, dass sie keine Wählscheibe mehr hatten. Also, dass das alles nicht mehr ins Jahr 2020 passt, ist eigentlich, finde ich, selbsterklärend. Vielleicht noch mal ganz gut zu dem Thema Anspruch auf Homeoffice in den Niederlanden. Das ist den meisten ja auch gar nicht bewusst, dass in den Niederlanden tatsächlich, wie schon gesagt wurde, tatsächlich nur eine Erörterungspflicht besteht. Also es ist ein Anspruch in dem Sinne, dass ich jetzt zu meinem Arbeitgeber gehe und sage, ich möchte gerne zu Hause arbeiten und der kann das vielleicht nur in dringenden betrieblichen Gründen ablehnen. Das gibt es ja gar nicht. Man muss es einfach nur erörtern. Aber das ist, glaube ich, in der Masse, in den Medien auch noch nicht so durchgedrungen. Da ist die Vorstellung einfach noch eine ganz andere. Herr Professor Strohwasser, ist sich die Arbeitswissenschaft denn einig, dass wir diese Erneuerungen brauchen? Oder sehen Sie sozusagen aus der Praxis arbeitswissenschaftlicher Tätigkeit heraus noch Hürden, um auch diese jetzt de facto stattgefundene Veränderung der letzten Wochen und Monate langfristig festzuhalten, auch durch neuen Rechtsrahmen und durch sozusagen sich verfestigende, veränderte Arbeitsstrukturen? Die Arbeitswissenschaft ist sich sehr, sehr einig darüber, dass Flexibilität eigentlich das Grundprinzip der neuen Arbeitswelt ist. Flexibilität für die Beschäftigten, Flexibilität für die Unternehmen. Und Flexibilität bedeutet, orts- und zeitflexibles Arbeiten dort, wo es möglich ist, auch umzusetzen. Und letztendlich sind wir hier arbeitspolitisch genau mittendrin in so einer Kluft dessen, wie auch Herr Vogel es schon gesagt hat, wir bewegen uns in der Arbeitswelt relativ schnell hin, die Flexibilität zulassen muss und auch möchte.
Und auf der anderen Seite wirken wir noch nach Prinzipien, dass die Beschäftigten unmündig sind. Schutzmechanismen wurden aufgebaut durch Arbeitszeitgesetze, durch Arbeitsschutzgesetze und so weiter. Also all das, diese Unmündigkeit müssen wir durchbrechen, denn letztendlich ist ein wichtiges Prinzip der Flexibilität auch die Eigenverantwortung der Beschäftigten im Umgang mit der Arbeit, im Umgang mit dem Arbeitsplatz und so weiter. Das heißt, Fazit, wir wollen dahin, wir müssen dahin, wir wollen flexible Arbeitszeitgestaltung haben. Die Unternehmen benötigen dies, die Beschäftigten wünschen sich dies, aber sind jetzt in einem Bereich dessen, dass sie mit der rechtlichen Situation nicht mehr so ganz klarkommen. Und demnach muss da unbedingt nachgezogen werden, sei es auf rechtlicher Ebene oder sei es auf tarifvertraglicher Ebene oder, wie es meistens jetzt gelöst wird, auf arbeitsvertraglicher bzw. Betriebsvereinbarungsebene. Was bedeutet das denn für innerbetriebliche Strukturen eigentlich? Also ich sag mal, der Siemens-Fabrikarbeiter, den es ja auch noch gibt, hat diese ganzen Alternativen nicht. Bei Philips ist es auch so, bei vielen anderen auch. Ist das nicht eine Perspektive, die diejenigen, die im Werk an der Werkbank arbeiten und diejenigen, die dann halt irgendwo arbeiten mit ihrem Laptop, auseinanderzieht? Also ist das nicht auch eine mentale, eine Beziehungsproblematik innerhalb einer Belegschaft dann? Also zum einen glaube ich, dass es ein Problem oder eine Lösung in der Arbeitsorganisatorik hat. Wir reden ja nicht davon, dass Mitarbeiter 5 Tage die Woche mobil arbeiten, sondern wir verfolgen das Ziel 2 bis 3 Tage die Woche. Und ich glaube, der soziale Kontakt ist weiterhin wichtig und muss auch weiterhin aufrechterhalten bleiben. Darüber hinaus geht es ja im Prinzip darum, selbstorganisatorisch eigenverantwortlich handeln zu können. Und da gibt es auch sehr interessante Modelle, die sich auf Fließfertigung und Ähnliches beziehen, wie selbstdefinierte Arbeitspläne, selbstdefinierte Zeitpläne etc. Also im Werk. Also ich glaube, es ist auf allen Ebenen durchführbar. Natürlich mobiles Arbeiten, das heißt, den Arbeitsort zu wählen, das wird nicht an allen Arbeitsplätzen möglich sein. Was sagt der Arbeitswissenschaftler Professor Stohwasser zu dieser, ich sag mal in Anführungszeichen, Entfremdungsproblematik? Gibt es die oder ist das jetzt eine wirre Idee? Das ist keine wirre Idee. Grundsätzlich müssen wir da ganz stark und streng drauf gucken, dass diese Spanne nicht aufgeht und irgendwelche kulturentfremdende Wirkmechanismen kommen. Wir sehen aber Folgendes. Zum einen ist ja Flexibilität nicht nur Ortsflexibilität, sondern auch Zeitflexibilität. Da erleben wir jetzt gerade in vielen Unternehmen der Produktion auch schon erste Ansätze der Umsetzung von zeitflexiblen Mechanismen, also Schichtarbeit, die flexibler wird in Absprache der Kollegen und so weiter. Zum anderen wird auch stark intensiv jetzt geforscht. Auch wir haben jetzt ein Projekt laufen demnächst vom Bundesministerium für Bildung und Forschung ausfinanziert, in dem wir mit Unternehmen erforschen in den nächsten 2 Jahren, welche Möglichkeiten gibt es denn auch für die betrieblichen Bereiche, wo man jetzt erstmal ansatzweise gar nicht denken würde, dass da Orts- und Zeitflexibilität möglich ist. Können Sie da ein Beispiel nennen? Dass wir uns das vorstellen können? Vor Ort machen. Ja. Können Sie ein Beispiel nennen, Herr Professor Stohwasser, dass wir uns das vorstellen können, also was Sie damit meinen? Maschinenwartung zum Beispiel entstand. Ja, ich bin jetzt, glaube ich, hier ein bisschen zeitverzögert unterwegs. Beispiel hatte ich schon angefangen. Instandsetzung, Maschinen, Instandhalter, die nicht unbedingt notwendigerweise vor Ort im Betrieb sein müssen, sondern dies durchweg auch von anderer Lokalität aus machen können, von zu Hause aus oder unterwegs und so weiter. Und da gehen wir jetzt mal ran und schauen mal tätigkeitsorientiert, was möglich ist und was nicht. Sicherlich wird es schwierig, die direkt betroffenen Logistikmitarbeiter, die irgendwelche Teile von dort nach dorthin schieben müssen, ortsflexibel arbeiten zu lassen. Aber es gibt annäherungsweise dann doch Planungsaufgaben oder Überwachungsaufgaben, die nicht direkt, was bislang üblich ist, in der Firma gemacht wird, sondern von woanders aus. Wenn wir nochmal zu einem anderen Thema kommen, was ja in den letzten Monaten auch viel diskutiert worden ist, die Belastungen für Familien und gerade auch für Frauen, die ja doch im Mehrheitsfall immer noch diejenigen sind, die Kinder erziehen im Durchschnitt im Land. In diesen Tagen streiken gerade wieder die Mitarbeiter von Krippen und Kitas, also ich sag mal diejenigen, die jetzt zu Hause sitzen, ob es nun alleinerziehende Väter oder Mütter sind oder beide zusammen.
die haben dann sozusagen wieder das mobile Arbeiten mit Familie. Das gestaltet sich ja für viele doch schwieriger, als sie es, glaube ich, am Anfang gewohnt waren und erhofft haben. Ist da nicht auch angesichts der völlig unterschiedlichen Lagen im Lande eine dringende Offensive in dem Bereich noch mal zu nötig? Wenn ich daran denke, in Hamburg haben wir ein besonderes Problem mit der Betreuungsqualität, weil wir besonders große Gruppen in Kitas und Krippen haben. In Niedersachsen zum Beispiel ist die wiederum das Angebot an Krippen und Kitas noch viel schlechter als in anderen Bundesländern. Also solange das so ist, wie es ist, stößt doch mobiles Arbeiten mindestens für Familien oder Alleinerziehende an seine Grenzen. Ist das nicht so, Herr Vogel? Ja, das ist so. Deswegen meinte ich eingangs, was natürlich kein Zustand ist, ist das Extrem sozusagen 100% Homeoffice, Homeschooling und Homekita. Das überfordert Familien und die waren in der Tat monatelang an der Belastungsgrenze. Deswegen glaube ich, müssen wir dreierlei tun neben der Modernisierung, über die wir gerade schon gesprochen haben. Wir müssen erstens jetzt durch die nächste Phase der Pandemie kommen mit einer Bildungs- und Betreuungsgarantie, wo immer möglich. Also dass sozusagen nicht wieder der heftigste Reflex ist, wir schließen Schulen und Kitas, sondern versuchen die so weit wie möglich, wenn es natürlich lokale Ausbruchsgeschehen gibt, geht das nicht, aber das ist ja nicht der Regelfall. Halten wir die offen und bekämpfen die Pandemie zielgenauer. Zweitens, wir müssen, glaube ich, aus dieser Corona-Phase rausgehen und als Land sagen, also wenn das jetzt nicht der finale Wake-up-Call war, um beim digitalen Lernen voranzukommen, dann ist uns als Nation auch nicht zu helfen. Also in Nordrhein-Westfalen haben wir jetzt zum Beispiel endlich alle Familien mit einem entsprechenden digitalen Endgerät ausgestattet. Das ist schon mal die Grundvoraussetzung. Die ganze Frage von Lehrerqualifikation muss eines der Megathemen jetzt in der Bildung sein. Ist eigentlich schon grotesk, dass uns das jetzt sozusagen, dass das jetzt so in dem Zustand überhaupt noch ist, weil auch seit Jahren war ja klar, dass die Zukunft kommt, digitales Lernen. Aber also man darf manchmal als Nation vielleicht spät aufwachen, aber wenn man dann in so einer Konstellation nicht aufwacht, dann ist uns nicht zu helfen. Und drittens, ganz allgemein, ist bei der Kita-Betreuung, glaube ich, mehr Flexibilität, was die Öffnungszeiten angeht, nötig. Also heute schon sind oft die Kita-Öffnungszeiten so unflexibel, dass sie eben zum modernen Berufsleben nicht mehr passen. Und das müssen wir tun. Trotzdem wird es immer Konstellationen geben, wo, glaube ich, für die Frage von Vereinbarkeit und Familienleben die Ortszeit und Ortsflexibilität der Arbeit hilft. Also für so Fälle wie zum Beispiel, wo das Kind krank ist und nicht in die Kita kann. Aber das ist dann eben die Ausnahme plus die ganzen Vorteile der Selbstbestimmung und nicht, dass ein Versagen an staatlicher Infrastruktur an anderer Stelle, zum Beispiel durch inflexible Kita-Öffnungszeiten, dann von den Leuten ausgeglichen werden muss. Das darf natürlich nicht der Regelfall sein. Wie geht Siemens im Zusammenhang jetzt mit mehr mobilem Arbeiten und den Folgen von Corona mit Müttern und Vätern um als Mitarbeiter? Ja, wir versuchen durch die Modelle, die wir wesentlich jetzt in der Pandemie, aber auch danach errichten, die maximale Flexibilität in Verbindung mit privaten Prioritäten und Firmenprioritäten herzustellen. Ich kann dem Herrn Vogel nur zustimmen. Ich glaube, wir haben bemerkt, dass in Schulen und Kitas, insbesondere in Schulen, die Digitalisierung vorangetrieben werden muss. Ich glaube aber, dass je eigenverantwortlicher, selbstorganisiert sowohl Ort als auch Zeit der Mitarbeiter tätig werden kann, desto eher kann er mit Problemstellungen dieser Art zurechtkommen. Wenn wir jetzt mal vorausschauen, davon ausgehen, dass die Corona-Lage sich zumindest nicht wieder zu einem Lockdown verdichtet und die Probleme noch schlimmer werden, als sie schon waren. Wenn Sie sozusagen auf das Jahrzehnt schauen, welche Erwartungen haben Sie, Herr Professor Stohwasser, wie sich das mobile Arbeiten weiter durchsetzen wird? Wird es zum Normalfall werden, wenn wir den Rechtsrahmen bald bekommen, von dem Herr Vogel ausführlich gesprochen hat? Oder wird das bei uns alles ewig lange dauern, weil die politischen Widerstände, die wir ja auch geschildert bekommen haben, zu groß sind? Also die Liste der Unternehmen ist sehr groß, die mobile Arbeitstätigkeit jetzt intensivieren wollen in Zukunft. Wir hatten auch in der Hochphase jetzt von Juli bis September über 250 Menschen befragt, Führungskräfte, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, wie denn das ganze Konstrukt mobile Arbeit oder Homeoffice und so weiter ankam. Und es war überwiegend gut, sehr, sehr gut, was die Technikausstattung anging, haben über 90% gesagt, ja, die Technik
läuft, was auch das Thema Ablenkung durch Familie angeht, das, was wir gerade eben diskutiert haben. Da waren nur knapp 15%, die gesagt haben, naja, da ist dann doch noch ein bisschen Schwierigkeit da. Also rundum gesehen in dieser Auswertung ein äußerst, äußerst positives Bild aus Sicht der Beschäftigten, aus Sicht der Führungskräfte, aber auch wenn man Erfahrungsberichte der Unternehmen, des Managements und so weiter anhört, dann denke ich schon persönlich, aber auch als Arbeitsforscher, dass das Modell mobiles, zeit- und ortsflexibles Arbeiten unsere Arbeitskultur durchdringen wird, unabhängig dessen, was da jetzt vielleicht gesetzlich gemacht wird. Ich hoffe, wir ziehen uns dann mal einen Rechtsrahmen über, der die Flexibilität offen lässt, der nicht so stark das Ganze in ein Korsett wieder reinbringt, weil dann gewinnen wir dadurch nichts und die Unternehmen auch nichts. Also ich selbst gehe davon aus, dass wir hier eine Durchdringung in den nächsten Jahren haben werden der mobilen Arbeit, die flächendeckend weit ist und die Lerneffekte noch dazukommen, dass dann doch mal Tage des Zusammenkommens wieder stattfinden werden, so wie wir es gerade von Herrn Gute gehört haben. Nicht 5 Tage die Woche wird mobil gearbeitet, sondern nur 3 Tage, 2 Tage und auch die interdisziplinären Zusammenkünfte mal wieder notwendigerweise da sind. Aber ich sehe da sehr, sehr positiv entgegen, dass wir mobile Arbeit sehr wirksam in Deutschland durchdringen können und werden. Herr Gude, wenn Sie auf die Zukunft gucken, auf die nächsten Jahre, das Präsenzmeeting muss ja doch immer wieder auch mal stattfinden. Es muss ja möglicherweise sogar in größeren Gruppen, so die dann noch bis zu einer gewissen Zahl erlaubt sind, stattfinden. Ich weiß von Philips zum Beispiel, die wir im Beitrag gesehen haben, dass die jetzt in den letzten Monaten sehr viele Townhall-Meetings sozusagen im Netz gemacht haben. Wie ist das bei Ihnen verteilt? Also wie versuchen Sie diese Kommunikation in den Abteilungen, in den größeren Gruppen im Unternehmen, und davon gibt es ja nun bei Ihnen in so einem großen Haus wie Siemens besonders viele, im Moment aufrechtzuerhalten, virtuell, oder sind Sie jetzt schon dabei, in Präsenz zu öffnen wieder? Wie ist die Strategie da für die Zukunft auch? Sowohl als auch. Im Moment in der Pandemiephase ist es so, und das fand ich einen sehr erfreulichen Effekt, dass sich sehr, sehr schnell Methodiken gebildet haben, virtuell Socializing zu betreiben. Das heißt, wir haben in allen Gruppen Daily Stand-Ups, wir haben Team-Meetings, wir haben den virtuellen Kaffee, wir haben das virtuelle Bier, wo jeder abends dazukommen kann oder nicht. Und die einzige Regel ist, dass man nicht über die Firma spricht. Das hat sich relativ schnell entwickelt, deutlich schneller, als ich dachte. Das wird auch selbst das virtuelle Bier, wo man nicht über die Firma spricht, wird intensiv genutzt? Ja, doch, doch. Also die Leute sagen nicht, jetzt reicht's mal, sondern... Ich habe mein Team über 8 Standorte verteilt. Das ist sehr angenehm mitzusehen. Nee, ganz und gar nicht. Es wird und nicht nur in meinem Team, sondern wirklich bereichsübergreifend genutzt. Das wird nicht die Arbeit der Zukunft sein. Also man kann gern auch später noch ein virtuelles Bier trinken. Aber ich stimme Ihnen zu, es bedarf natürlich, wenn die Pandemiephase vorbei ist, und von dieser Phase reden wir eigentlich, also das, was wir das neue Normal nennen, bedarf es Tage, und deswegen wagen wir 2 bis 3 Tage die Woche, da bedarf es wieder der Zusammenkunft. Ich glaube aber, diese Zusammenkunft wird sich ändern. Sie wird nicht mehr so sein, dass ich in die Firma komme, um mich dann 8 Stunden an meinen Schreibtisch zu setzen. Und diese beiden Tage wollen wir dafür nutzen, eben auch wirklich zum sozialen Miteinander, also das Ganze zur Begegnung werden zu lassen. Machen Sie eigentlich Weihnachtsfeiern dieses Jahr? Nee, wahrscheinlich eher virtuell. Eher virtuell. Der virtuelle Glühwein, nehme ich mal an. Glühwein, so wie das virtuelle Bier. Okay. Herr Vogel, haben Sie Hoffnung, dass die politische Perspektive, die Sie aufgezeigt haben, dass die sich dann auch mal durchsetzen lässt? Also lässt sich irgendwie erkennen, dass sowohl bei Union als auch bei allen Parteien links von Ihnen irgendwann mal Lernprozesse einsetzen, auch dadurch, dass schlicht die Realität dazu zwingt, mal anzuerkennen, dass da Bewegung reinkommen muss? Oder ist das nach wie vor eher festgefügt und bis zur Bundestagswahl tut sich gar nichts und danach kommt es darauf an, wer regiert? Also Hoffnung habe ich immer, sonst würde ich hier auch nicht meine Zeit verbringen. Politik ist ja immer eine Aufgabe, auch Zeit. Und wenn ich das Gefühl hätte, man könnte hier nichts bewirken für die eigenen Überzeugungen und für die Modernisierung des Landes, dann wäre mir meine Zeit zu schade. Sondern ich glaube, natürlich gibt es Hoffnung. Ob das vor der Bundestagswahl passiert, da bin ich allerdings skeptisch, weil dass der Corona-Impuls, sage ich mal, immer noch nicht dazu geführt hat, dass es jetzt
Konsens der Bewegungsnotwendigkeit auf allen Seiten gibt. Über Details kann man ja dann immer noch ringen. Das lässt mich schon so ein bisschen ratlos zurück. Also da stirbt die Hoffnung auch zuletzt. Vielleicht passiert ja über den Herbst doch noch was. Aber wir werden auf jeden Fall im Bundestag auch nochmal ein Konzept vorlegen, wie man es machen könnte. Einfach, dass man formell darüber abstimmt. Manchmal ist das ja auch nochmal ein Impuls. Da kann eine Opposition ja durchaus treiben. Da würde ich aber jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen. Und notfalls muss es dann eben Thema im nächsten Bundestagswahlkampf gemacht werden. Und dann hoffen wir, dass es danach eine Mehrheit im Bundestag gibt, die dazu bereit ist. Frau Jordanow, Sie haben ja einen guten Blick auf die Firmen, die bei uns bei Nordmetall im Verband sind. Ist bei denen jetzt abseits der, ich sag mal, Avantgardisten Siemens oder Philips, also ich sag mal beim ganz klassischen Maschinenbauer, möglicherweise auch gelegen etwas mehr auf dem Land und nicht in der Metropole, ist da auch schon Bewegung oder tun die sich schwerer? Ach, sowohl als auch, glaube ich. Also manchmal sind die Kleinen auf dem Land ja schneller darin, Sachen durchzuführen, wenn das nicht noch über, weiß ich nicht, hunderte Arbeitnehmer gehen muss. Sondern ich glaube, die sind da manchmal eher pragmatisch und sagen so, dann arbeitest du jetzt von zu Hause oder entzerren dann Schichten. Manchmal geht das schneller, aber es gibt natürlich auch die anderen Extrembeispiele. Wie sieht das aus Ihrer Sicht aus, Herr Stohwasser? Gibt es Firmen, die jetzt, also unabhängig davon, was Ihr Metier im engeren Sinne ist, die besonders weit vorn sind in dem Zusammenhang, weil sie in irgendeiner Struktur sich befinden, in einer Situation, die sie besonders dazu zwingt, jetzt Veränderungen auch gerade in dieser Richtung des mobilen Arbeitens anzugehen? Ich gehe mal von der Kulturfrage aus. Wenn Unternehmen im Vorfeld der Corona-Pandemie schon die Kultur des orts- und zeitflexiblen Arbeitens gelebt haben, wenn gewisse Mechanismen schon funktioniert haben, sei es beispielsweise Führung unter diesen Gegebenheiten und so weiter, die tun sich jetzt relativ einfach oder einfacher als dort, wo klassisch patriarchische Führungsstrukturen da waren, die da aussehen, morgens antreten und jeder Schritt wird kontrolliert und abends darf man dann wieder heimgehen. Die tun sich schwerer. Also letztendlich hängt es weniger von den branchenspezifischen Rahmenbedingungen ab, sondern vielmehr von den Kulturgegebenheiten, die schon vorher da waren, beziehungsweise die jetzt noch relativ schnell dann gelernt werden müssen. Wenn ein Unternehmen erkannt hat, welche Vorteile denn mobile Arbeit hat, die Flexibilität oder die Attraktivität als Arbeitgeber, der Imagegewinn, den man dadurch erreichen kann, oder dass sogar die Beschäftigten zum Teil produktiver sind, wenn sie selbst Arbeitsort und Zeit einrichten können, dann haben wir ein Standing, ein Commitment auch von Unternehmensseite, von Arbeitgeberseite zu dem Ding, zum Thema mobilen Arbeiten. Dann haben wir auch letztendlich ein Commitment, die Kultur weiter zu treiben in Richtung zeit- und ortsflexiblen Arbeiten. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Herausforderungen, die wir anpacken müssen. Das ist die Führungskultur, die nicht ganz so einfach ist, nämlich wie führe ich aus der Ferne, wie mache ich morgens dann doch mal ein Check-in über die Distanz und so weiter, wie gehe ich mit Infrastruktur um, wie gehe ich mit IT-Strukturen um, wie gehe ich mit Datenschutz und so Sachen um. Und auch das ist letztendlich eine Sache, die Unternehmen anpacken müssen und die halt vor der Corona-Pandemie-Zeit derartige Dinge schon besser geregelt haben, Datenschutz als Stichwort, die haben es natürlich jetzt einfacher. Aber ich glaube, da spricht ja Professor Stohwasser eines der ganz wesentlichen Themen an. Das, was sag mal, mit mobilen Arbeiten eins zu eins einhergeht, ist eine Veränderung der Führungskultur. Es ist eine Führung, die Vertrauen fördert, die Befähigung der Mitarbeiter fördert, die weggeht von der Beurteilung von Präsenzzeit, das war auch schon immer sinnlos, aber war trotzdem noch integraler Bestandteil, hin zum Ergebnis dessen, was da erarbeitet wird. Ich glaube, das ist essentiell, wenn man mobiles Arbeiten wirklich erfolgreich durchführen möchte. Wir haben ja von Herrn Vogel auch gehört, dass die gesamte größere Flexibilität, die wir in dem Zusammenhang auch brauchen, immer noch gerade bei den Gewerkschaften, also zumindest bei der organisierten hauptamtlichen Gewerkschaft, auf Widerstand stößt. Wie ist das eigentlich in den Betriebsräten? Wie ist das vor Ort? Wie ist das bei Ihnen im Hause? Gut, bei Sie sind so ein sehr großes Haus. Wie ist das bei kleineren Häusern? Sind die Betriebsräte, die Arbeitnehmervertreter in den Unternehmen
da manchmal weiter als die Gewerkschaftsführung oder ist das nicht so? Also ich kann das nicht für ganz Siemens und für andere Häuser sowieso nicht sagen. Wenn ich hier in meinen Norden reingucke, dann haben wir in der Pandemiephase ein wirklich sehr, sehr konstruktives Zusammenarbeiten mit den Betriebsräten gehabt. Und ich bin da auch sehr guten Mutes, dass wir gemeinsam mit unseren Sozialpartnern jetzt in den nächsten Monaten die Chancen heben werden, die uns die Erfahrungen der letzten Monate offeriert haben. Also ich glaube, das wird laufen. Was sagt die Beobachtung der Praxis, auch der kleineren Unternehmen, Frau Jordanow? Auch hier gibt es halt wieder die Extrembeispiele. Also es gibt Betriebsräte, die sehen, jetzt muss was getan werden, jetzt ist Not am Mann und mit denen kommt man da in gute Gespräche. Viele Unternehmen hatten ja auch schon vorher Betriebsvereinbarungen. Dann gibt es natürlich Betriebsräte, die sehr dicht an der Gewerkschaft sind, um es mal so zu sagen, die jetzt auch tatsächlich Vereinbarungen einfordern. Und dann kommt eben dieser Knackpunkt Arbeitszeit, wann sind welche Zuschläge zu zahlen. Also ich glaube, da fehlt noch so ein bisschen die Erfahrung, aber wir sind jetzt gerade in der Zeit, wo dieses Thema ganz, ganz oft angefragt wird und auf den Tisch kommt. Also da bleibt es noch abzuwarten, wie sich das so entwickelt. Wir haben ja jetzt eine Tarifrunde in diesem Winter wieder, Anfang nächsten Jahres. Das wäre ja eigentlich ein Thema, was anzusprechen sich da auch lohnen würde, nicht? Allein schon, um die ganze Problematik voranzubringen, oder? Denke schon, ja. Herr Stovers, haben Sie da Hoffnung, dass wir, Sie sind doch auch sehr eng vernetzt, auch mit den Kollegen aus dem Bereich der IG Metall, dass sich da Bewegung ergibt? Also betriebsbedingt muss ich sagen, die Betriebsräte an sich, die sind überhaupt dem Thema Digitalisierung sehr, sehr offen. Natürlich gibt es da auch das eine oder andere Unternehmen und den einen oder anderen Betriebsrat, die da, wie Frau Jordanow gesagt hat, ein bisschen skeptischer sind und gleich einen kleinen Finger nehmen wollen, um alles Mögliche zu vereinbaren. Also betrieblich orientierte Betriebsräte sind da offen. Was die Tarifrunde angeht, mag ich da gewisse Zweifel haben, wenn man da auch verschiedene Forderungen der Arbeitszeitgestaltung hört in Richtung 4-Tage-Woche und so weiter und dann doch auch noch übergeordnet aus anderen Gewerkschaften hört, dass dann wiederum die Diskussion um die Arbeitszeiterfassung verschärft werden muss. Also da sind wir eher kontraproduktiv unterwegs, denn eines wollen wir ja. Wir wollen ja Flexibilität und diese Flexibilität muss sich auch in Tarifverträgen niederschlagen. Also es bringt relativ wenig, die Arbeitskosten noch teurer zu machen, sei es durch eine 4-Tage-Woche zum einen oder die Arbeitskosten teurer zu machen, indem man Homeoffice jetzt gesetzlich verankert und der Arbeitgeber dann plötzlich 2 Arbeitsplätze bereitstellen muss, nämlich einen zu Hause und einen vor Ort, was die ganze Sache immens teurer machen würde. Also tarifvertraglich sehe ich da nicht ganz so positiv, beziehungsweise meine ich jetzt nicht diese Regelung dort, die wir brauchen jetzt aus Sicht der Arbeits- und Betriebsorganisation, dass die dort gefunden wird. Vielen Dank, Herr Professor Stovasser. Meine Damen, meine Herren, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Wir werden das Thema weiter verfolgen. Sicherlich auch in der Tarifrunde wird es auf dem Zettel stehen, ganz oben. Standpunkte.tv kommt am 28. Oktober wieder zu Ihnen, wenn Sie wollen. Dann debattieren wir die Lage der M&E-Industrie im Norden ein halbes Jahr nach Beginn der Pandemie und eben 3 Monate vor der nächsten Tarifrunde. Die Verträge werden ab Ende dieses Jahres neu verhandelt. Bis dahin alles Gute, bleiben Sie gelassen und gesund und bleiben Sie vor allem der norddeutschen M&E-Industrie gewogen.